Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Wir bereiten heute ein wunderbares Roastbeef zu mit einer schönen Beilage vom Grill. Los geht's! Wir haben in unserem Online-Shop ja verschiedene Herkünfte und ich habe uns mal zwei rausgesucht. Eins davon werden wir dann auch gleich machen. Und zwar habe ich hier ein irisches Shilin-Roastbeef. Man sieht gleich, es ist relativ mager. Es ist ein Weidetier, schmeckt sehr gut, das Fleisch. Ist, wie gesagt, nicht so stark marmoriert. Schönen Fettdeckel und es wäre auch perfekt für diese Zubereitung geeignet. Ich persönlich bevorzuge aber hier zum Beispiel dieses hier, das ist ein Jujitsu. Man sieht gleich, es ist sehr stark marmoriert und das Fett hat eine völlig andere Farbe. Das kommt natürlich daher, weil die Tiere relativ alt werden. Das sind Milchkühe, die 8 bis 10 Mal gekalbt haben, auf kleinen Höfen leben und eigentlich immer draußen sind, nur in ganz strengen Wintern kommen die in den Stall. Und dieses Fleisch schmeckt besonders sahnig und butterig, ist relativ zart und schön weich und hat aber trotzdem einen intensiven Geschmack. Und das ist die Wahl, die ich getroffen habe für dieses wunderbare Rezept heute. Wir werden das rückwärts grillen, das heißt, wir bringen es erst auf eine Kerntemperatur und dann braten wir es nochmal ganz kurz an. Wir beginnen aber erstmal damit, indem wir eine schöne Marinade dafür herstellen. So, wir beginnen jetzt hier mit unserem Roastbeef und da fange ich immer mit an, indem ich einfach die Oberfläche ein bisschen einschneide. Ich mache das gerne in der Stärke, in der ich hinterher auch die Scheiben abschneiden will. Und ich schneide auch eigentlich bis ins Fleisch rein, damit sich das weniger verzieht. Man sagt zwar, es würde dadurch trocken werden, aber das ist mir noch nicht passiert und ich weiß auch nicht warum, weil auf der Seite ist ja auch nicht viel Fett und die wird ja auch nicht trocken. Also ich mache das schon immer so und es hat immer funktioniert, also wird es auch heute funktionieren. Ne? So, einfach schön einschneiden. Hier diese Sehne, die muss ein bisschen durch, weil die sorgt dafür, dass sich das Ganze verzieht. Ja. Der Fettdeckel, den würze ich jetzt nur mit Salz. Ich möchte da keine Marinade drauf haben, sonst wird das so ein bisschen ledrig. Und nur mit Salz wird es meiner Meinung nach ein bisschen besser. Und deswegen hier oben ein bisschen mehr Salz drauf. Das streiche ich jetzt auch dazwischen. In die Fugen rein, in die Schnitte rein. Ne? So. Das ist schön. So, jetzt drehen wir es um. Und jetzt kommt außen komplett unsere Marinade. Unsere Senfmarinade drauf, die bringt den Geschmack dann an das Fleisch und das wird sicherlich großartig werden. So. Dann streiche ich jetzt, da führt kein Weg dran vorbei, schön mit den Händen ein, an allen Seiten. So. Geschmack wollen wir haben und ich nehme immer diesen groben Pfeffer, weil der nicht komplett quasi vom Fleisch runterläuft. Da bleiben die Körner drauf hängen und die geben schönen Geschmack hinterher. Wir haben unser Roastbeef jetzt schön mariniert außenrum, sieht gut aus, riecht auch schon echt gut und wir wollen es ja rückwärts grillen, sprich wir bringen es erst indirekt auf Gartemperatur und dazu helfe ich mir immer mit so einer Schale. Die ist sicherlich jedem bekannt aus dem schwedischen Möbelhaus. Das Gute daran ist, dass sie so ein extra Gitter hat und der Grill ist ja schon vorgeheizt auf 150 Grad. Hat aber auch einen Gussrost. Ich könnte das jetzt theoretisch natürlich direkt auf den Gussrost legen, aber der hat auch 150 Grad. Und ich möchte ja, dass es möglichst langsam zur Kerntemperatur kommt, weil das für ein optimales Garergebnis sorgt. Deswegen lege ich es hier rein. Die ist auch völlig kalt, also so kalt wie es halt hier ist, ist halt auch die Schale. Und jetzt lege ich allerdings die Fettseite nach oben, lege das schön drauf, weil die Fettseite soll ein bisschen mehr Hitze bekommen wie das untere. Und dann werden wir das gleich mit dem Kernthermometer irgendwann mal kontrollieren und wollen auf ungefähr 55 Grad landen, sozusagen. Da ist der für mich optimale Gargrad. Ich habe den Grill vorgeheizt. So habe ich den linken Brenner ganz klein oder auf mittlere Stufe, den rechten Brenner auf mittlere Stufe. Und wir legen das ganze Stück jetzt indirekt drauf, damit er möglichst sanft bis zum Garpunkt kommt.
Jetzt brauchen wir zu unserem Roastbeef natürlich auch eine leckere Beilage. Und da gibt es eine schöne Kartoffelpfanne, Kartoffel-Chili-Pfanne. Chilis habe ich heute ordentlich besorgt. Knoblauch kommt ordentlich rein, bisschen Thymian, ein paar Zwiebeln. Und ich habe schon mal eine Pfanne aufgesetzt, mit ein bisschen eine Gusseisenpfanne, mit ein bisschen Butter drin, schon mal geschmolzen. Da, die aromatisieren wir jetzt gleich erstmal, die Butter, mit ein bisschen, na, keine Chili, sondern Thymian. Kann man schon mal direkt da reinschmeißen. Ganzen Stiele, zack, zack, alles da rein. Und dann kommt gleich der Knoblauch da rein, auch nur geschält und angestoßen. Den kann man hinterher mitessen, der wird ganz zart und weich und verliert dieses ganz aggressive Aroma. Dann habe ich die Kartoffeln, die sind vorgekocht. Die habe ich gestern schon vorgekocht, damit die eine schöne, so eine wachsartige Konsistenz bekommen, nicht so schnell zerfallen und außen eine schöne Kruste bekommen. So, wir haben das Fleisch jetzt gerade runtergenommen. Das hatte eine Kerntemperatur von ungefähr 55 Grad. Das ist genau der Garpunkt, den wir haben wollen. Jetzt haben wir es im Warmen ein bisschen ruhen lassen. Oder wir lassen es jetzt ein paar Minuten ruhen, so 10. Und in der Zwischenzeit heizen wir eine Grillplatte voll auf. Sprich, wir legen eine Eisenplatte direkt über die Brenner und machen zwei Brenner auf vollste Stufe. Und da werden wir dann gleich das Fleisch, wenn es geruht hat, nochmal von beiden Seiten kräftig anbraten. Zuerst von der Schwarte. Oder von der Hautseite und am nächsten danach dann von der Fleischseite und danach ist es fertig. Dann haben wir schöne Röstaromen, das wird gut. Und die Gelegenheit nutzen wir auch, um die Kartoffelpfanne ein bisschen aufzupeppen. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein bisschen Feta-Käse gerieben und darüber verteilt. Und das soll es gleich eine schöne Kruste geben, ein bisschen was Mediterranes. Wird ja nicht richtig hart, sondern wird schön schmelzig und wird für eine Ausgewogenheit sorgen, weil das ja eine relativ schwere Beilage ist. Und das leicht saure vom Feta wird die ganze Sache ordentlich kicken. Guckt euch das Fleisch an. Ist das nicht der Hammer? Ein Gargrad durch und durch. Und das ist das, was beim Rückwärtsgaren am besten gelingt oder am leichtesten. Man kann es sicherlich auch anders schaffen. Aber das ist wirklich, das kann jeder. Ganz einfach, man muss da nicht groß drauf achten. Wenn der richtige Punkt da ist, dann ist er da. Runternehmen, danach nochmal anbrennen. Alles wunderbar. Jetzt muss ich unbedingt mal probieren. Ich habe mir schon ein kleines Stück abgeschnitten. Mmh. Ah. Schöner buttiger Geschmack. Außen ein bisschen Pep dran durch die Kruste oder durch die Marinade. Boah, ganz saftig und zart. Wunderbar, schön schmelzig. Das Fleisch kommt super zur Geltung. Der Gargrad ist ganz toll. Man hat nichts zwischen den Zähnen, genauso wie ich es haben will. Zart und saftig, lecker, geil. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert im besten Falle unseren Kanal. Ich möchte mich noch bedanken bei der Grillschule Genusskunst hier in Wuppertal. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald, euer Olli.